Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/9585, Lehrrohre statt Lehrerversprechen, Breitbandausbaublockade von Bauminister Groschek beenden, Zukunft mitdenken und einbauen. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Herrn Kollegen Bayer das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Besucher hier und am Stream, halt je nach Internetanbindung. Wir brauchen in Zukunft ein richtig schnelles Internet, überall in der Stadt und auf dem Land, für die Entwicklung unseres Landes. Und dafür brauchen wir Leerrohre unter unseren Verkehrswegen. Doch wie kann man Inkompetenz der Politik der mal ganz wunderbar vor der Haustür der Menschen darstellen? Erstens, man installiert eine Baustelle, ja, und macht die Straße neu. Lärm, Dreck, Ärger, blanke Nerven, aber okay, das muss sein. Der Trick ist, nach wenigen Monaten reißt man die Straße erneut auf und verlegt Kabel für ein Telefonunternehmen. Dann zuschütten und warten. Und dann reißt man die Straße nochmal auf und verlegt Kabel für einen Kabelnetzbetreiber. Meine These, dreimal aufgerissene Straßen sind der Inbegriff schlechter Politik für die Menschen. Aber genau das machen Minister Groschek und die Landesregierung, wenn sie nicht beim ersten Aufreißen der Straße Leerrohre auf Vorrat legen. Sie müssen Leerrohre grundsätzlich mitverlegen, um Zukunft eine Chance zu geben. Und das auch ohne, dass ein konkreter Telekommunikationsanbieter parat steht. Warum? Weil wir Wettbewerb brauchen. Weil günstig verlegte Leerrohre die Kosten und Hürden für Anbieter drastisch senken und weil wir somit wirklich, wirklich alle Gegenden Nordrhein-Westfalens erreichen. Leerrohre sind eine öffentliche Infrastruktur. Die generelle Berücksichtigung beim Bau von Straßen, aber auch Schienen- und Radschnellwegen ist eine obligatorische öffentliche Aufgabe. Doch Minister Dün und Groschek, der scheinbar lange gar nicht wusste, dass das auch in seinen Bereich fällt, wollen technikneutral fördern. Klingt toll, technikneutral, ist aber Mist. Denn statt Leerrohr und Glasfaser für alle wird technikneutral, ja, die für den großen Anbieter oder den größeren Anbieter billigste Lösung gewählt. Große Anbieter verwenden ihre abbezahlten Kupferleitungen für ein paar mehr Megabit, und setzen auf sogenanntes Vectoring. Technikneutral bekommen diese Anbieter also dann eine Lizenz zum Geldverdienen für eine veraltete Technologie. In 10 Jahren braucht man dann erneut Subventionen für Glasfaser. Damit erweisen sich Minister Dün und Groschek eben nicht als Technikfreunde, sondern halt als technikneutral. Verstehen Sie das also nicht falsch. Breitbandausbau heißt nicht, der Telekom Geld zu geben, damit sie ihre Kupferkabel ausreizt. Der finanzielle Ausgleich von Wirtschaftlichkeitslücken, wie man so schön sagt, ist kein besonders effizienter Weg. So erzeugt man Monopole und generiert Mitnahmeeffekte. Nur konsequent verlegte Leerrohre in Städten und auf dem Land, über 2018 langfristig hinausgedacht, erreichen alle Gebiete, fördern den Wettbewerb und können auch Innovationen hervorbringen. Zum Beispiel können auch Freifunkinitiativen Leerrohre für die Überbrückung kurzer Strecken nutzen. Die Berichte der letzten Zeit zeigen, dass das Bau- und Verkehrsministerium augenscheinlich völlig blank auf dem Gebiet ist. Dabei ist Groscheks Ministerium entscheidend. Es ist auch nicht tröstend, dass Ihre Partei da noch weniger durchblickt. Und ja, richten Sie Herrn Ott aus für seine Pressemitteilung. WLAN in Neubauten ist keine Alternative zum Glasfaserkabel auf der letzten Meile in die Wohnung der Menschen. Und das gilt in Köln wie überall. Kann hier noch was lernen. Die Leerrohrpflicht gehört sowohl in die Breitbandausbauinitiative als auch in die neue Landesbauordnung, auf den Tisch von Straßen NRW und in den Verkehrshaushalt. In den Topf gehören übrigens Landesmittel. Mit dem ständigen Verweis auf den Bund nämlich, bei wirklich allen Finanzierungsfragen in Ihrem Ressort, Herr Groschek, haben Sie vor allem eins erreicht. Im Bund nimmt man sie gar nicht mehr ernst. Wer selbst keine Verantwortung übernimmt, braucht es ja nicht so dringend. Sorgen Sie also dafür. Sorgen Sie dafür, dass Geld nicht im Kupferkabelgrab einzelner Anbieter landet. Es muss effizient verwendet werden.
Begreifen Sie endlich Lehrrohre als einen wichtigen Teil der Breitbandausbaustrategie. Und das Bau- und Verkehrsministerium muss seine Verantwortung wahrnehmen. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, freuen Sie sich über solche Nachrichten aus Ihrem Wahlkreis. Plötzlich haben sogar wir schnelles Internet, zwei Anbieter und die Freifunkinitiative vom Nachbarort. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie die das Glasfaserkabel verlegt haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Löcker. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Leerrohre statt leere Versprechen. So ist der Antrag der Piraten überschrieben, der vorgibt zu wissen, meine Damen und Herren, wie der Ausbau des Breitbandnetzes in NRW schnell gelingen kann. Bei genauer Durchsicht des Antrages stellt man dann allerdings fest, dass hier tatsächlich Leerrohre verlegt worden sind, nach dem Prinzip ohne finanzielle Ressourcen und ohne Konzept. Man könnte sie auch als politische Leerrohre bezeichnen, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, Ihre Aufforderung an das Land, nun endlich per Verordnung mit Landesknete die schnelle Verlegung von Leerrohren auf etwa 13.000 Kilometer Landesstraße zu bringen und damit eine schnelle Verbesserung bei der Breitbandversorgung einzuleiten, ist die falsche Vorgehensweise. Ihr Vorschlag wirkt planlos, meine Damen und Herren. Er gibt nämlich vor, dass durch eine bevorratende Leerrohrverlegung bereits eine Innovation eingeleitet würde, die dann schon ihre positive Wirkung auf die Breitbandversorgung im ganzen Land erzielen wird. Ich sage Ihnen, davon gehen nur Sie aus, meine Damen und Herren. Wir wissen, dass es vor allem darauf ankommen wird, in enger Abstimmung mit den Wirtschaftsakteuren die zur Verfügung stehenden Mittel aus der digitalen Dividende zielgerichtet einzusetzen, meine Damen und Herren, und die Bedarfe beim Breitbandausbau, insbesondere der Breitbandanbieter, auch dabei zu berücksichtigen. Das Land Nordrhein-Westfalen ist deshalb gut beraten, die eigenen Landesaktivitäten so zu organisieren, dass sie im Rahmen der Sanierungs- und Neubauaktivitäten von Landesstraßen, die natürlich kommen werden, zu verlegende Leerrohre, auch einen Anschluss in Stadt und Land finden können, meine Damen und Herren. Was denn sonst müsste man sonst darüber diskutieren, wenn es planlos wäre? Das Land darf kein alleiniger Taktgeber für den Breitbandausbau sein. Ihr Plan springt deshalb viel zu kurz, wie wir meinen. Was wir brauchen, ist eine differenzierte Betrachtung der tatsächlichen Bedarfe vor Ort. Es wird ja auch diskutiert, was in verdichteten Räumen einfach und schnell umsetzbar erscheint, wegen uns auch mit Leerrohren, das ist sicher in Ordnung, kann im ländlichen Raum zu einer echten Herausforderung werden. Das wissen natürlich auch Sie, meine Damen und Herren. Deshalb brauchen wir innovative Ideen für das ganze Land. Da, wo Sie planlos Leerrohre verlegen wollen, wollen wir zunächst mit den Wirtschaftsakteuren und den Städten und Gemeinden, den Akteuren reden. Das tun wir auch zurzeit, um auch auszuloten, welche unterschiedlichen Techniken denn eben auch genutzt werden können, zum Zuge kommen können. Möglichst kostengünstig, versteht sich auch selber. Wir wissen, das Netz schläft nicht. Ihr Leib- und Magenthema hier ist ja auch völlig klar. Aber neue Technologien in diesem Zusammenhang schlafen eben auch nicht. Sie werden erforscht. Und es gibt ja bereits auch Hinweise darauf, dass über die Breitbandtechnik, Kupferkabel, WLAN, Freifunk und darüber hinaus im Grunde genommen auch die Kleinsatellitentechnik zukünftig eine echte Chance, insbesondere im ländlichen Raum, erfahren kann, wenn es eben nicht geht, mit großartiger Leerrohrverlegung entsprechende Erschließung zu ermöglichen. Und eine weitere Technik ist ja auch der Richtfunk, hier und da auch schon nicht nur in der Erprobung, sondern auch in der Nutzung. Es gibt da wirklich gute Erfahrungen, flexible und erprobte Techniken dieser Art können eben überall dort, wo die Verlegung von Glasfasernetzen in Leerrohren aus wirtschaftlichen Gründen ausscheidet, und das ist ja auch möglich, meine Damen und Herren, schnell und kostengünstig zur Überbrückung großer Distanzen bis 30 Kilometer eben auch genutzt werden. Da helfen Leerrohre an Straßenrändern eher wenig weiter. Welche Systeme in Zukunft zum Einsatz kommen, müssen auch die Akteure vor Ort entscheiden. Und dabei, denke ich, muss es auch bleiben. Beim Runden Tisch gibt es Gespräche, perspektivisch eine vernünftige Vorgehensweise mit staatlichem Dirigismus. So viel steht doch fest, per Verordnung ist hier wenig zu bewirken. Und deshalb lehnen wir den Antrag ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Löcker. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Thorsten Schick. Thank you.
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Löcker, Sie sagten gerade nicht planlos Leerrohre verlegen. Also ich finde, wer nicht Leerrohre verlegt, der hat keinen Plan. Um erst gar keine Spannung aufkommen zu lassen, wir werden dem Antrag der Piraten zustimmen. Alles andere wäre auch eine Überraschung. Schließlich haben wir, wie keine andere Fraktion hier im Landtag, Anträge gestellt, um Tempo zu machen beim Breitbandausbau in Nordrhein-Westfalen. Bei unserer Forderung nach zügiger Umsetzung der europäischen Kostensenkungsrichtlinie haben wir das Thema Leerrohre zumindest schon einmal gestreift. Die Fakten, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind bekannt. Im ländlichen Bereich, wo vielfach die kleinen Weltmarktführer zu Hause sind, haben erst 40% der Anschlüsse schnelles Internet. Und bei den Gewerbegebieten, dort sieht es noch düsterer aus, nur 10% sind an Datenautobahnen angeschlossen. Die Liste ließe sich noch länger fortsetzen, aber ich will Ihnen das ersparen. Laut der MIKO-Studie werden 3,2 Milliarden Euro notwendig, um ein flächendeckendes Breitbandnetz in Nordrhein-Westfalen aufzubauen. Der Beitrag reicht aber nur, wenn alle Kostensenkungspotenziale ausgenutzt werden, und da spielen Leerrohre eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund, Herr Minister Groschek, kann ich auch nur den Kopf schütteln, wie sich Ihr Ministerium eingelassen hat. Herr Minister Groschek, in der Online-Ausgabe der Rheinischen Post vom 7. August wird ein Sprecher Ihres Ministeriums mit den Worten wiedergegeben, dass Leerrohre deshalb nicht pauschal bei Straßenbauarbeiten verlegt würden, weil die Investitionen des Ministeriums alleine zu Zwecken des Straßenbaus gerechtfertigt und finanziell abgesichert sind. Wie kommt Ihr Ministerium auf diese Aussage? Ist man für digitale Tempolimits, hat man nicht schon genug Staus in Nordrhein-Westfalen verursacht? Aber immerhin, diese Position bröselte genauso schnell wie die vielen Autobahnbrücken hier in Nordrhein-Westfalen. Einen Tag später, also am 8. August, hörte sich das in der gleichen Online-Ausgabe der Zeitung schon etwas anders an. Immerhin sollen bei Reparaturen an Landesstraßen jetzt Leerrohre verlegt werden. So werden Sie zumindest wiedergegeben, Herr Minister. Aber selbst wenn das eine positive Wendung ist, wie so häufig, es dauert viel zu lang. In Hessen wird schon seit 5 Jahren immer wieder geprüft, ob es nicht möglich ist, unterhalb der Straße Leerrohre zu verlegen. Vielleicht machen Sie eins der nächsten Praktika, was ja in der Landesregierung üblich ist, einfach mal in Hessen und schauen sich an, wie erfolgreich regiert wird. Ich möchte den Blick ein bisschen lösen von der Frage der Leerrohre, sondern diese Detailfrage hinter mir lassen und einmal das Thema Netzpolitik im Kabinett selbst beleuchten. Netzpolitik kommt von Vernetzen und hat wenig mit vor sich hinwurschteln zu tun. Herr Minister Groschek, Herr Minister Dün, ich verstehe ja, dass Sie rot sehen, wenn es um den Kabinettskollegen Remmel geht. Aber darunter, dass Sie sich nicht grün sind, kann Nordrhein-Westfalen nicht leiden. Wichtig ist, dass Sie sich entsprechend absprechen und eine vernünftige Breitbandversorgung durch abgestimmte Verhaltensweisen in Nordrhein-Westfalen hinbekommen. Ansonsten verspielen wir die Zukunft. Und einen Vorteil haben Sie ja noch. Sie haben ja einen besonders guten Draht nach Berlin, Herr Minister Groschek. Wenn alle Stricke reißen, wird sicherlich auch in dieser Frage Herr Dobrindt Ihnen hilfreich zur Seite stehen. Wir werden dem Antrag zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Herr Kollege Schick, ich bitte Sie noch einen Moment hier zu bleiben. Es liegt eine Kurzintervention des Kollegen Bayer vor. Ja. Der Kollege Bayer, der auf dem Platz von Herrn Lammler sitzt. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Schick, keine Angst. Ich habe aus technischen Gründen jetzt bei Ihnen diese Kurzintervention. Und ich muss Sie in Ihren Worten unterstützen. Herr Löckers Darstellung hat nämlich jetzt gezeigt, dass die positive Wende in der Rheinischen Post, die Sie da erwähnt haben mit dem zweiten Artikel, dass wir uns da im Grunde zu viel Hoffnung gemacht haben, ist wirklich so schlimm, wie ich in meinem Redebeitrag und unserem Antrag behauptet habe. Es ist tatsächlich so, dass die SPD-Fraktion und vermutlich auch die Landesregierung hier planlos agieren und erstmal gucken, was wollen die Wirtschaftsakteure, reden mit den Anbietern, die Bedarfe der Anbieter evaluieren und nicht die Gelegenheit nutzen, dort Leerrohre einfach zu legen, wo man mal eben schnell Leerrohre mit vergraben kann, also dass sie die Straße tatsächlich noch nicht aufreißen. Das Bauministerium muss
muss dort mit aktiv werden, darf es nicht dem Wirtschaftsministerium alleine überlassen, diese Aufgabe, und dann einfach zusehen, ach, jetzt wird schon wieder die Straße aufgerissen, das macht in der Form keinen Sinn. Vielen Dank, Herr Schick, für Ihre Worte. Herr Kollege Schick, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Bayer. Ich habe aber nie Angst, wenn Sie sich zu Wort melden, ganz im Gegenteil. Ich freue mich auch über Ihren entsprechenden Wortbeitrag, mache da noch mal ein Ausrufezeichen hinter und darf jetzt das Rednerpult verlassen. Schick. Und nun für die Grünen spricht der Kollege Bolte. Ach, ich hätte noch die Details nennen können. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, jetzt hatte ich eben ehrlich gesagt nicht so den Eindruck, Herr Kollege Bayer, dass Sie in der Gesamtdiskussion um den Breitbandausbau so richtig tiefgehend drin sind. Sonst wären einige der Vorwürfe, die Sie gemacht haben, so nicht gekommen. Ich hatte bei Ihrem Antrag auch durchaus den Eindruck, dass auch innerhalb der Piratenfraktion die eine Hand nicht so genau weiß, was die andere tut. Das ist natürlich, und da will ich Ihnen an der einen Stelle tatsächlich mal recht geben, beim Thema Breitband ein großes Problem, weil es sich da um eine sehr komplexe Aufgabe handelt, die man nur gemeinsam über verschiedene Fachbereiche und über verschiedene politische und föderale Ebenen angehen kann. Wo wir uns einig sind, fangen wir damit mal an, ist, dass die Nutzung vorhandener Infrastrukturen die zentrale Kostenbremse beim Breitbandausbau ist. Denn 80%, das wissen wir inzwischen alle, die wir uns in der Diskussion engagieren, der Kosten für den Glasfaserausbau sind Tiefbaukosten. Für Nordrhein-Westfalen hat die kürzlich vorgelegte MIKUS-Studie da durchaus beeindruckende Zahlen ja geliefert. Wenn es unkoordiniert vor sich hingeht mit dem NGA-Ausbau, dann kostet das für Nordrhein-Westfalen 8 Milliarden Euro. Wenn es gelingt, vorhandene Infrastrukturen mitzunutzen, können diese Kosten drastisch reduziert werden. Dann sind wir bei eher 3 Milliarden. Da kommt an dieser Stelle auf der Agenda aber nicht zuallererst die Verpflichtung, überall einfach mal Leerrohre in die Erde zu legen, sondern man sollte zunächst darüber reden, wie wir endlich einen Rahmen schaffen, dass vorhandene Infrastrukturen genutzt werden, dass es Zugang zur vorhandenen Infrastruktur gibt. Und das setzt zunächst mal voraus, dass man überhaupt weiß, wo die Infrastrukturen, wo die Leerrohre denn liegen. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Oleak zulassen? Ja. Wo ist er denn? Bitte schön. Vielen Dank, Herr Bolte. Wären Sie geneigt, der Zuschauerin, dem Zuschauer kurz zu sagen, was ein NGA-Ausbau ist? Bitte schön. Lieber Kollege Oleak, ich finde Ihr Interesse am Netzausbau sehr schön. NGA-Ausbau ist der Ausbau von Next Generation Access Netzwerken. Das kann man alles ganz wunderbar in der MIKUS-Studie, die ich eben zitiert habe, nachlesen. Auch was da drunter gefasst wird, das ist dann in der Fachdiskussion durchaus ein Thema für Genießer, ob es dann ab welcher Übertragungskapazität man von NGA-Netzwerken sprechen kann. Da sind die Kabelbetreiber dann auch zum Teil ein bisschen beleidigt gewesen, weil nicht jeder Kabelnetzbetreiber in die NGA-Definition, die Studie zugrunde gelegt hat, sich mit aufgenommen gefühlt hat, will ich es jetzt mal nennen. Aber lieber Kollege Oleak, ich gehe ehrlich gesagt davon aus, Sie wissen, was NGA-Netze sind und unterstellen mir tendenziell auch, dass ich das weiß. Nein? Doch. Okay. Wunderbar. Haben wir das geklärt, was das eigentlich ist, dieses NGA. Dann sprechen wir doch mal weiter darüber, wie wir da hinkommen. Ich sagte, dass wir zunächst mal wissen müssen, wo die Netze eigentlich liegen, wo die Infrastrukturen eigentlich liegen. Das könnte eigentlich alles ganz schön sein, weil auf der Bundesebene es einen Infrastrukturatlas gibt, der auch die Leerrohre beinhaltet. Allein die Meldung ist freiwillig, das Verfahren funktioniert nicht wirklich. Und selbst da, wo öffentlich gemeldet wird, sind diese Daten dann nicht öffentlich zugänglich. Und das ist deshalb gerade für die Vernetzung der Aktivitäten vor Ort auf der kommunalen Ebene ein ernsthaftes Problem, das dann auch der Entwicklung lokaler Breitbandstrategien entgegensteht.
Und deswegen haben wir in unserer grünen Breitbandagenda auch die Leerrohrmeldepflicht aufgenommen und ein öffentlich einsehbares Leerrohrregister vorgeschlagen. Und deshalb ist es so wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass sich die Landesregierung auf den Fachministerkonferenzen bereits seit Jahren für die Zugänglichmachung des Infrastrukturatlasses einsetzt. Meine Damen und Herren, wir brauchen aber vor allem einen wirklich zukunftsfähigen Regulierungsrahmen, einen funktionierenden Regulierungsrahmen. Es ist ja nicht nur so, dass der Bund seit Jahren die Schaffung eines echten Förderprogramms verschleppt. Dazu kommt die Untätigkeit in vielen wichtigen Regulierungsfragen. Die Förderrichtlinie zur digitalen Dividende, da habe ich Herrn Dobrindt fast noch im Ohr, wie er die Richtlinie praktisch für den Tag nach der Frequenzauktion versprach. Dann Anfang August, jetzt schauen wir mal, wann sie denn endlich vorliegt, ob das tatsächlich kommt. Ähnlich ist es bei der Umsetzung der eben schon vom Kollegen Schick angesprochenen Kostensenkungsrichtlinie. Auch da haben wir bisher eher Ankündigungen und hätte, wäre, könnte vom BMVI gehört, nichts mit wirklicher Substanz. Dabei wäre da wirklich die Chance, mit einem vernünftigen Rahmen eine umfangreiche Verpflichtung zur Mitnutzung vorhandener Infrastrukturen zu schaffen. Die Debatte darüber, wie wir da hinkommen, die werden wir sicherlich weiterführen. Aber den Antrag, der hilft uns heute an dieser Stelle nicht weiter. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Bombes. Sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren. Und wieder Breitband. Und wieder sprechen wir über den Breitbandausbau, den unzureichenden Breitbandausbau in unserem Bundesland. Und wir sprechen zu Recht wieder über den unzureichenden Breitbandausbau in unserem Bundesland. Denn noch immer ist der Handlungsbedarf auf dem Weg zu einem flächendeckenden Hochleistungs-Internet in Nordrhein-Westfalen sehr groß. Und ganz und gar nicht so groß sind leider bisher die Aktivitäten der Landesregierung. Und ungeachtet der Frage, Herr Bolte, was Sie anmerken an Aktivitäten, die auf anderen Ebenen notwendig sind, vieles davon, da stimme ich Ihnen sogar zu, aber auch ein Großteil dieser Landesregierung ist auf anderen Ebenen ebenfalls nicht einflusslos. Da sollte man doch mal die Frage stellen, warum auf diesen Ebenen, wenn das Thema denn so wichtig ist, wie die Landesregierung es zumindest ihren Wortbeiträgen immer wieder deutlich macht, warum auf diesen anderen Ebenen hier nicht mehr passiert. Aber wahr ist, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen eine Situation haben mit immer noch nach wie vor zahlreichen weißen Flecken. Wir haben nach wie vor 84 Kommunen in unserem Land, in denen gerade mal ein einstelliger Prozentbereich der Haushalte auf einen schnellen Breitbandzugang zugreifen kann. Und mit Blick auf ein Breitbandziel mit einer flächendeckenden Versorgung von 50 Mbit bis 2018 besteht laut der einschlägigen MIKUS-Studie in 393 Städten und Gemeinden in unserem Land noch Handlungsbedarf. 393 Städten und Gemeinden von 396 Städten und Gemeinden, meine Damen und Herren. Diese Kommunen dürfen wir, darf diese Landesregierung nicht im Regen stehen lassen. Und unterm Strich ist es vor allen Dingen der ländliche Raum, denn in den Ballungsgebieten haben wir ja durchaus eine akzeptable Situation zumeist, ist es der ländliche Raum mit all den Hidden Champions, all der gewerblichen Infrastruktur, all den Bürgerinnen und Bürgern auf dem Land, die hierbei immer weiter abgehängt werden. Und wenn unsere erfolgreiche Wirtschaft und wenn diese Grundversorgung auch für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land für eine gesellschaftliche Teilhabe zukünftig funktionieren soll, wenn auch diese von Fortschritt profitieren sollen, dann brauchen wir etwas mehr Engagement von dieser Landesregierung. Neben dem organisatorischen Engagement haben wir über das Thema auch finanzielle Förderung heute bereits gesprochen und werden es morgen im Rahmen unseres Antrags zu einem Breitbandförderfonds noch einmal tun. Klar ist, dass dieser Breitbandausbau nicht nur eine gezielte Förderung gerade in ländlichen Regionen erfordert. Es ist auch eine kluge Regulierung notwendig, um den schnellen Ausbau der Infrastruktur von morgen voranzubringen. Und ja, dazu gehört auch die Verlegung von Leerrohren
als wesentlicher Bestandteil bei Baumaßnahmen. Das gilt nicht nur, aber auch ganz besonders für öffentliche Baumaßnahmen. Und das Hin und Her unseres Bauministers in dieser Frage war hier sicherlich nicht hilfreich. Anstatt hier reflexhaft auf irgendwelche Zuständigkeiten zu verweisen, sollten wir einfach mehr Engagement bei dem Ausbau an den Tag legen. Aber auch das gehört zur Wahrheit dazu. Wir sehen bei dem vorliegenden Antrag durchaus auch Schwächen. Denn durch seine Pauschalität schießt er über das Ziel hinaus. Wir sind der Auffassung, auch beim Leerrohrausbau gilt, wir sollten kühlen Kopf bewahren, wir sollten auf die Effizienz achten und wir sollten planen. Und daher sagen wir ganz klar, wenn etwa an einer parallel verlaufenden Bahntrasse bereits Leerrohre verlegt wurden, ist der Mitteleinsatz für zusätzliche Leitungen nicht sinnvoll. Andere Aspekte wie Straßenbau sind nicht zwingend Allheilmittel. Richtig ist, dass die Landesbauordnung endlich an die Erfordernisse der digitalen Gesellschaft angepasst werden muss. Und hier wünscht sich unsere Fraktion, hier wünschen wir Freien Demokraten ebenfalls mehr Einsatz des zuständigen Ministers. Es gibt viele Aspekte in dem Antrag, wo wir Anknüpfungspunkte sehen, wo wir glauben, dass sich das Nachdenken darüber lohnt. Deswegen bedauere ich außerordentlich, dass er zur direkten Abstimmung steht. Wir hätten das gerne im Rahmen einer Ausschussbehandlung noch genauer besprochen. Die verstärkte Verlegung von Leerrohren ist ein wichtiger Bestandteil. In der vorliegenden Form, ich habe es begründet, werden wir dem Antrag allerdings nicht zustimmen. Obwohl wir in großen Teilen der Sache übereinstimmen, werden wir den Antrag ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bombis. Und für die Landesregierung hat das Wort nun Herr Minister Groschek. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann mich dem Votum von Herrn Bombis nur anschließen. Ein zu pauschaler Reflex löst keine Probleme, sondern suggeriert nur Patentrezept zu sein. Ich bin nun, weiß Gott, nicht pauschal ein Fan von Privat vor Staat als politischer Gestaltungslinie, aber hier, glaube ich, gilt dieser Primat. Hier gilt dieser Primat. Und deshalb muss man sehr differenziert vorgehen. Herr Bombis hat wichtige Hinweise dafür gegeben, wo welcher Einsatz sinnvoll ist und wo nicht. Wir haben ein Landesstraßennetz von 12.200 Kilometern. Jährlich sanieren und modernisieren wir Pi mal Daumen 200 Kilometer davon. Das hieße, Sie fordern ein 60-Jahres-Programm, und das ist uns deutlich zu langsam. Auf so einen Zeithorizont wird sich die Landesregierung nicht festlegen lassen. Und deshalb zielt der Antrag in die Irre, zumal das Investitionsvolumen in Höhe von 300 Millionen Euro, wenn man Meterkosten von 25 Euro unterstellt, auch in der Finanzierung in keinster Weise abgebildet ist. Herr Bombis hat ebenfalls recht, wenn er darauf hinweist, nicht jede Baumaßnahme ist automatisch Leerrohr geeignet. Wir werden in Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium, wir arbeiten grundsätzlich Hand in Hand, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken, in Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium da Schwerpunkte setzen, wo die Wirtschaft selbst es dringend fordert oder wo öffentliche Belange das als Herausforderung betrachten lassen. Und seien Sie sicher, wir sind skeptisch, ob wir wirklich Leerrohre in der Straße verlegen sollten. Wir halten es vielmehr für klüger, Leerrohre unmittelbar neben der Straße zu verlegen. Das ist eine eingeübte, gute Praxis, weil es schade wäre, wenn wir unseren wertvollen, gerade grundsanierten Straßenraum zerstören müssten, um eine Leerrohrproblematik zu beheben. Deshalb, neben der Straße ist reichlich Platz für diverse Leerrohre. Und deshalb glauben wir, dass eine differenziertere Strategie sehr sinnvoll ist, so wie sie der Wirtschaftsminister unter einem vorausgegangenen Tagesordnungspunkt erläutert hat. Und was das Verhältnis zu Herrn Dobrindt angeht, ich könnte Ihnen jetzt erfreuliche Mitteilungen zum Straßenbau machen. Herr Dobrindt ist jetzt wieder vom Wutbürger zum Mutbürger geworden. Von daher, ich freue mich immer, Alexander Dobrindt zu treffen, ob im Bierzelt wie in der letzten Zeit oder in Berlin. Er ist mir immer herzlich willkommen, wenn er letztendlich doch einen Scheck hier lässt. Dann ist alles andere relativ schnell vergessen. Herr Minister, also gestatten Sie nur eine Zwischenfrage? Bitte. Gestatten Sie. Ja, ja, und zwar hat Herr Bayer eine Zwischenfrage, und der würde die Herr gerne Bayer, noch stellen. Bitte schön. Danke, Herr Minister.
Vielen Dank, Herr Minister Groschek. Ich möchte auch, dass Sie durchaus ein bisschen Luft holen. Ja, halten Straßen überhaupt 60 Jahre? Aber das ist gar nicht meine Frage. Sie haben hier gesagt, ja, da würde das alles 60 Jahre dauern, wenn wir das nur machen würden, wenn man die Straße sowieso aufreißt. Es war auch von parallelen Trassen als Gefahr die Rede. Aber haben Sie denn verstanden, dass der Antrag nicht meint, ausschließlich Leerrohre zu verlegen, wenn man die Straße aufreißt und so lange zu warten, bis endlich mal die Straße für was anderes aufgerissen wird, um Leerrohre zu verlegen, damit endlich eine bestimmte Gemeinde unbedingt ans Netz will, ans Netz darf? So, ich habe jetzt zwar die Frage akustisch nicht verstanden, aber ich habe sie mental aufgenommen und deshalb werde ich sie natürlich auch umfänglich beantworten. Ich finde, Herr Bayer hat natürlich recht, dass er nicht so reflexhaft hätte einen pauschalen Antrag formulieren sollen, aufgrund einer missverständlichen Berichterstattung in der Rheinischen Post, die wir zu verursachen haben, zu verantworten haben, nicht der Journalist, damit da kein Missverständnis aufkommt. Und deshalb ist eine differenziertere Betrachtung sinnvoll. Wir haben in unserem wunderbaren Ausschuss doch eine so intensive Diskussionskultur, dass wir auch dieses Problem von allen Seiten mit aller Expertise beleuchten können. Und auch wenn der Antrag hier gleich, wie ich meine, zu Recht nicht positiv beschieden wird, wird im Ausschuss hinreichend Gelegenheit sein, Ihren Antrag nicht vom Wortlaut, aber vom Sinn her noch mal zu thematisieren. Und ich bin sicher, wie fast immer, werden Sie schlussendlich dem ministeriellen Rat zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Groschek. Wir sind am Ende der Beratung zu diesem Antrag und kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wer stimmt also diesem Antrag direkt zu? Die Fraktion der Piraten. Wer? Und die CDU auch. Aber alle. Gut. Also, CDU und Piraten stimmen diesem Antrag zu. Wer stimmt gegen diesen Antrag? SPD, Grüne und FDP, wie auch schon zum Teil angekündigt. Gibt es Enthaltungen? Enthaltungen sind nicht der Fall. Damit ist der Antrag mit breiter Mehrheit im Hohen Hause abgelehnt und wir kommen zu Tagesordnungspunkt.